Okay, dann begrüße ich Sie nochmal recht herzlich. Ich danke auch, dass Sie so geduldig waren, die technischen Probleme mit uns durchzustehen. Leider können wir aktuell nicht mit dem Herrn Röder sprechen, weil er technische Probleme hat. Das heißt, wir werden die Runde ohne ihn bestreiten müssen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Diskussion zum Thema Klimaschutz in der Kommune. Ganz herzlich möchte ich Manuela Matz begrüßen. Sie ist Beigeordnete der Stadt Mainz, Dezernentin für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Liegenschaften und Ordnungswesen und stellvertretende Landesvorsitzende der CDU Mittelstandsvereinigung. Und ihre Ziele sind eine Steigerung der Attraktivität der Stadt Mainz als Wirtschafts- und Tourismusstandort sowie eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der digitalen Ausbau zur Smart City. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute bei uns sind. Freue mich auch. Dann begrüße ich als zweite Dame in der Runde Tabea Rösner, seit 2009 Mitglied des Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen, aktuell Sprecherin für Netzpolitik und Verbraucherschutz, gleichzeitig auch Bürgermeisterkandidatin der Stadt Mainz im vergangenen Jahr und einen dritten Platz mit 22,5% dort erreicht. Hat sich auch vorher schon im Mainzer Bereich für den Klimaschutz eingesetzt, beispielsweise beim Einsatz gegen den Bau von Kohlekraftwerken in Mainz zwischen 2007 und 2010 und ist Mitbegründerin des Bundesverbandes Smart City e.V. in Mainz und Mitglied des Vorstandes dort und ebenfalls Mitglied des VCDs, der uns ja auch an anderer Stelle jetzt wegbricht. Vielleicht können Sie dann in einer Doppelfunktion agieren und auch dazu etwas sagen. Ich begrüße auch Sie recht herzlich in der Runde. Dankeschön. Als dritten in der Runde haben wir Benjamin Kraff. Er ist studierter Wirtschaftsingenieur, seit Oktober 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Raum- und Infrastrukturplanung der TU Darmstadt. Hat dort studiert und hat zwischen die Forschungsbereiche Infrastruktur, Raum- und Umweltplanung und nachhaltige und resiliente Stadtentwicklung und ist zudem auch Mitglied der Scientists for Future. Und vertritt dort auch ihren Interessen. Auch guten Abend, herzlichen guten Abend. Wie gesagt, ich begrüße an dieser Stelle nochmals die Gäste und bin dankbar, dass Sie die technischen Probleme ebenfalls durchgestanden haben. Mein Name ist Nils Ibach, ich werde heute die Moderation übernehmen, bin Mitglied der Students for Future in Mainz und habe die Ehre, heute diese Diskussionsrunde zu moderieren. Wir steigen direkt ein in das erste Thema Mobilität. Liebe Frau Rösner, im Wahlkampf zur OB-Wahl in Mainz forderten Sie eine moderne Mobilität und sagten, ich habe viele Ideen für diese Stadt und ich habe einen Plan. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach moderne Mobilität aus? Also Mobilität bedeutet, also moderne Mobilität, dass wir mehr öffentlichen Nahverkehr haben, mehr Radverkehr und auch Fußgängerverkehr insgesamt. Sie hören mich doch, ne? Oder? Ja, okay. Also wir haben eine Verkehrspolitik in den vergangenen Jahrzehnten gehabt, die alleine auf das Auto ausgerichtet war. Und deshalb ist der motorisierte Verkehr auch explodiert in den Städten. Es gab immer mehr Anmeldungen von neuen Autos. Und wenn wir nachhaltig sein wollen und müssen, weil die Klimakrise schreitet voran, dann müssen wir umsteigen auf erneuerbare, auf nachhaltige Verkehrsmittel und den Verkehr so attraktiv machen, dass das Umsteigen auf öffentlichen Nahverkehr, das ist eine Kombination von den unterschiedlichen Verkehrsträgern, vereinfacht ist. Das kann man mit Digitalisierung machen, indem ich also über die Verkehrsträger hinweg Strecken bekomme, die für mich günstig sind, dass es möglichst barrierefrei ist. Jetzt sehe ich wieder gerade so. Also insgesamt der Ausbau von von anderen Verkehrsträgern, die eben nicht Brennstoffe verbrennen, also Kraftstoffe verbrennen, sondern die
eine nachhaltige und umweltfreundliche Antriebsweise haben. Aber vor allen Dingen die Kombination von unterschiedlichen Verkehrsträgern ist da zentral und wichtig. Und deshalb ist es wichtig, dass die Stadt Mainz beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr ausbaut. Wir haben das Straßenbahnnetz erweitert in den vergangenen Jahren und das soll auch noch weiter vorangetrieben werden. Es gibt die Diskussion über eine schnelle Verbindung zwischen den Städten Wiesbaden und Mainz. Und Mainz ist Teil einer Region, der Rhein-Main-Region. Und es ist immer noch schwierig, die unterschiedlichen Verkehrsverbünde zu bündeln, unterschiedliche Tickets für unterschiedliche Verkehrsverbünde. Das ist alles nicht so richtig komfortabel. Und dann sind manche Routen eben auch nicht so, dass die Leute dann tatsächlich umsteigen. Es ist schon ausgebaut worden in einzelne Stadtteile. Es gab neue Linienführungen, aber wir müssen das insgesamt noch attraktiver machen. Es gibt viel Forschung in dem Bereich. Es gibt auch die Überlegung, wie kann man dieses Gefühl, das manche haben wollen, indem sie sich ins eigene Auto setzen, vielleicht auch übertragen in andere Verkehrsträger, dass man vielleicht nicht so nah, das ist ja gerade in der Corona-Krise auch so, dass es wieder einen Rückschritt gibt, dass viele Menschen lieber im eigenen Auto unterwegs sind, weil sie nicht so nah den Kontakt zu anderen Menschen haben wollen. Aber letztlich ist es wichtig, eine smarte, gut abgestimmte, übergreifende Verkehrspolitik zu machen, indem die Menschen tatsächlich das Auto stehen lassen, viel zu Fuß gehen können, viel mit dem Rad fahren können, Radverkehr damit auch unterstützen, dass wir gute Leihsysteme haben. Da kann man auch mit E-Rollern zum Beispiel arbeiten. In Berlin fahren jetzt einige rum. In Berlin habe ich noch nicht so viele, in Mainz habe ich noch nicht so viele gesehen. Aber insgesamt ein kombinierter Verkehr, den Modal Split zu verschieben auf mehr Radverkehr, mehr Fußgänger, mehr öffentlichen Nahverkehr und weniger individualisierten, motorisierten Personenverkehr. Ja, vielen Dank für diesen ausführlichen Einblick. Smart habe ich da gehört. Smart ist ja auch eines Ihrer Themen, Frau Matz. Sie wollen ja auch ein smartes Mainz. Ihre Vorstellung von Mobilität im Mainzer Raum sehen aber sicherlich an einigen Stellen bei der CDU etwas anders aus. Könnten Sie zu den Ausführungen von Frau Rösner Stellung beziehen? Also ich sage jetzt mal so, ich denke, wir müssen zukünftig tatsächlich zu einem besseren, zu einer besseren Gewichtung des Mixes dann auch kommen. Und das ist eben halt so ein Stück weit für mich auch die Herausforderung der nächsten Jahre. Das heißt also, wir haben vielleicht in der Vergangenheit ein Stück weit den Individualverkehr zu sehr betont, momentan sehe ich halt auch, dass es jetzt gerade in die andere Richtung ausschlägt, dass eben halt viel zu sehr getrieben wird, wie kann man eben halt auf Fahrrad setzen, wie kann man auf die Verkehrswegeführung ist teilweise an bestimmten Ecken einfach noch nicht so ideal im Hinblick jetzt auf mehr Fahrradverkehr. Das heißt, man muss alle Verkehrsarten in Einklang bringen, um eben dann für jeden den für ihn auch entsprechend notwendigen Mix hinzubekommen. Also Beispiel, wenn ich jetzt hier in Hechtsheim wohne und fahre dann in die Stadt hinein, dann ist sicherlich für mich, das mache ich auch selber, das Fahrrad durchaus auch ein Mittel, um voranzukommen. Wenn ich aber jetzt im Landkreis wohne und habe da eine schlechte Busanbindung oder eine Busanbindung, die dazu führt, dass ich, wenn ich von A nach B kommen will, 2 Stunden benötige, dann ist das für mich unattraktiv in dem Moment, wo ich sage, okay, ich nehme das Auto und erreiche mein Ziel in 20 Minuten. Und dieser Herausforderung müssen wir, glaube ich, begegnen, dass wir eben auch den Menschen ein Angebot machen, die eben halt nicht 2 Stunden einfach jeden Tag in öffentlichen Verkehrsmitteln verbringen wollen, wenn sie sagen, ja, ich kann es aber in 20 Minuten erreichen. Und das sind
ja, wenn man sagt hin und zurück, Weg zur Arbeit und zurück, das sind dann 4 Stunden Lebenszeit jeden Tag. Und das ist einfach den Menschen dazu zu muten. Und deswegen plädiere ich dafür, wenn man ein Konzept macht, dann bitte nicht einseitig, sondern tatsächlich unter Einbindung aller Mobilitätsalternativen. Okay. Herr Graf, der Verkehrssektor macht rund 20% der Emissionen aus und tritt seit Jahren auf der Stelle. Also das ist der Bereich, wo wir am wenigsten Veränderungen sehen, zumindest im bundesweiten Durchschnitt. Welche Schritte kann denn eine Kommune gehen, um aktiv einen Beitrag zur Minimierung der CO2-Bilanz zu liefern? Also prinzipiell ist das Problem eben, dass der Verkehrssektor sich nicht verändert, dass die Akzeptanz für neue Mobilitätsformen eben noch nicht vorhanden ist. Das heißt, hier muss man als Kommune ansetzen, indem man verschiedene Workshops anbietet oder auch einen Platz oder Raum schafft für verschiedene Foren oder für eine Eigenentwicklung in der Kommune. Und das geschieht nur, indem man versucht, zum Beispiel ein regionales Innovationssystem zu etablieren. Als Beispiel gibt es zum Beispiel Stuttgart. Stuttgart ist ein regionales Innovationssystem für Mobilität. Einerseits, weil natürlich dort Automobilunternehmen und Zulieferer sitzen. Andererseits aber auch vor allem, weil die Kommune selbst sich stark engagiert. Das heißt, es gibt dort ein Referat. Das Referat organisiert verschiedene Veranstaltungen für Unternehmen, also für die Wirtschaft, für Bürgerinnen und Bürger und erzeugt ebenso Netzwerke, macht Angebote. Dann gibt es beispielsweise die 30 größten Unternehmen in Stuttgart, die sich gemeinsam treffen, um Maßnahmen zu formulieren oder auch Maßnahmen zu etablieren, wie beispielsweise Jobtickets oder eben die Möglichkeit, mit dem Arbeiterausweis auch ÖPNV zu nutzen, wenn in Stuttgart Feinstaubalarm ist. Das heißt, die Kommune selber muss eben diese Räume schaffen und die Möglichkeiten schaffen. Und das geht eben darüber, solche Dinge zu etablieren, aber auch vielleicht Anschubfinanzierungen zu bringen. Und da kann man dann überlegen, ob man eine Carflotte eben bereitstellt oder eben, ob man Projekte initiiert. Es gibt in Stuttgart auch das Projekt, das heißt Polygo Card. Das heißt, der Bürger kann mit einer Karte eben sich Fahrräder ausleihen, er kann sich ein Auto mieten und er kann ÖPNV nutzen und muss nicht jedes Mal eine andere App nutzen, muss nicht jedes Mal sich nochmal irgendwo registrieren. Das heißt, man versucht, die Akzeptanz dadurch zu schaffen, dass man eben die Bequemlichkeit erhöht. So, und so kann ich eben auch das, was die Frau Röstner gesagt hat, verschiedene Verkehrsmittel miteinander kombinieren, viel einfacher machen, wenn ich einfach meine Karte dran halte, mit dem E-Bike zur Bahn fahre und dann in der Bahn die Karte habe und nicht jedes Mal mich wieder darauf einstellen muss, irgendwo anders was zu kaufen, zu buchen. Das funktioniert dann automatisiert. Das heißt, auch hier braucht man ein intelligentes, digitales System, was dahinter steckt. Darf ich noch was ergänzen? Ich würde gerne kurz den Herrn Röder noch in die Runde nehmen, in der Hoffnung, dass das jetzt geklappt hat. Und dann dürfen Sie gerne ergänzen, Frau Rösner. Ich begrüße Herr Röder. Herr Röder, können Sie uns jetzt hören? Und Sie müssten Ihr Mikrofon noch entmuten, dann können wir Sie auch hören. Unmute ist, glaube ich, der richtige Knopf. Hören Sie mich jetzt? Ja, wir können Sie hören. Na, haben wir jetzt ja Glück. Ja, ich würde Sie ganz kurz noch vorstellen, weil das haben wir gerade eben verpasst. Ich bin froh, dass Sie es noch geschafft haben. Dr. Robert Röder, Sie sind Mitglied des Landesverbandes und der Kreisvorstand des Ökologischen Verkehrsclubs Deutschland, VCD, und auch im Klimaschutzbeirat der Stadt Mainz. Und Ihre Kernthemen sind Verkehr im Allgemeinen und mit Schwerpunkt Radverkehrinfrastruktur. Und wir waren gerade bei der Diskussion, wie eine moderne Infrastruktur in Mainz aussehen müsste, um Klimaziele und Ähnliches zu erreichen. Wie sieht der VCD das? Ja, also das Entscheidende ist sicherlich, wir brauchen noch viel weniger Autoverkehr. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt schon gesagt worden ist, aber ich möchte erst nochmal die Rahmendaten wiederholen. Vielleicht hat es schon mal jemand gesagt. Um die Klimaziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen, müssen die CO2-Emissionen, das ist immer das, was man sich mal als Ziel vor Augen halten soll, des Verkehrs um 98% reduziert werden. Sie müssen praktisch verschwinden. Und
Und dafür braucht man ein komplettes Umdenken dessen, was wir heute als Verkehr bezeichnen. Und gut, das hat halt jetzt überall Auswirkungen und vielleicht kommen wir auch noch auf das Thema oder vielleicht ist es auch angeschnitten worden. Die E-Mobilität in dem Sinn, dass man jetzt die dicken Autos mit dicken Akkus und dicken Elektromotoren ausrüstet, wird das nicht bringen. Wir brauchen ein ganz anderes Verständnis von dem, was Stadt ist, was Infrastruktur der Stadt ist, was wir von der Stadt eigentlich wollen. Und dementsprechend ein ganz neues Konzept von Stadtentwicklung als das, was die letzten 100 Jahre geherrscht hat. Und auch in dem Sinne muss ich der Verkehr da einordnen. Verkehr ist Austausch von Informationen, von Menschen und manches kann auch, wie wir jetzt alle in der Corona-Krise gesehen haben, hervorragend digital erfolgen, aber Menschen wollen auch in Kontakt kommen und das muss das Ziel sein und nicht Autos in die Stadt hineinzulenken und möglichst schnell wieder hinauszulenken. Also das will ich jetzt erstmal mit dem Wort lassen, weil es setzt einfach einen starken Ausdruck da rein, dass wir wirklich noch weiter gehen müssen, als in Mainz das schon gegangen wird, in eine ökologische Verkehrswende, das heißt Reduktion des Autoverkehrs, ein Ausbau des ÖPNV, eine Förderung des Radverkehrs und auch eine Wende in dem Sinn, dass der Fußverkehr einfach als attraktive Fortbewegungsart empfunden werden kann. Frau Rösner, Sie wollten eben noch ergänzen zu den Ausführungen von Herrn Kraft. Ja, ich wollte auf das integrierte Planungskonzept nochmal eingehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei der Planung einer Stadt, die Verkehrsanbindung immer auch mitzuplanen und zu überlegen, wie kann man die Verkehrsströme so leiten, dass es gut mit dem ÖPNV zu erreichen ist, aber auch zum Beispiel, wenn nicht nur Wohnungen geplant werden, sondern auch Wirtschaftsparks entwickelt werden oder Gewerbeansiedlungen gemacht werden. Weil Gewerbegebiete werden nur mit dem Auto, aus Sicht eines Autofahrers, Lkw-Fahrers und so weiter geplant. Da gibt es auch müssen auch zur Arbeit kommen. Und wenn dort beispielsweise es sich nicht lohnt, eine Linie einzurichten, eine Buslinie oder wie auch immer, die Straßenbahnanbindung vielleicht ist, wenn ich zum Beispiel an das Gewerbegebiet in Hechtsheim denke, es war ja ursprünglich mal ein Ökopark geplant, wo ökologische Unternehmen angesiedelt werden sollten. Da haben wir jetzt den Möbel Martin, der hat zwar ein paar Fahrradständer vorm, also Bügel, wo man Fahrräder anketten kann, aber da fährt keiner hin. Ich bin da neulich mal mit dem Fahrrad hingefahren, das war das einzige Fahrrad, das da war. Das heißt, intelligente, abgestimmte Konzepte, ob es zum Beispiel kleine Shuttlebusse gibt oder Rufbusse, die, wenn dann tatsächlich der Bedarf da ist, auch eingesetzt werden können oder zu bestimmten Stoßzeiten, wenn Menschen zur Arbeit kommen oder von der Arbeit wieder weg wollen in Gebieten, wo die Anbindung nicht gut ist, dass man dort kleine Einheiten hat, um eine gute Anbindung hinzubekommen. Das gilt auch für Siedlungen, die damals auch geplant wurden. Das wurde ja in den 70er Jahren, wurden ja sehr, sehr viele neue Siedlungen gebaut und auch dort findet sich nicht überall eine gute Anbindung an das Straßenverkehrsnetz des öffentlichen Nahverkehrs beispielsweise. Und insofern kann man für solche Gebiete kleine Einheiten schaffen, um dort einen Zulieferverkehr des öffentlichen Nahverkehrs zum Beispiel zu gewährleisten für diejenigen, die nicht mit dem Fahrrad fahren können oder wenn das Wetter, die Witterung so ist, dass man nicht mit dem Fahrrad fahren kann. Okay, ob jetzt Möbel Martin ein gutes Beispiel dafür ist, um dann mit dem ÖPNV seine Couch nach Hause zu bringen. Nee, ich meine das Gewerbegebiet zum Beispiel in Hechtsheim, das ja sehr weitläufig ist, also das ja auch sehr, also eigentlich neu strukturiert werden müsste, wo viele Gewerbetreibende sehr weit auseinander liegen, wo eigentlich nur Leute fahren. Da kann man zum Beispiel natürlich was anderes planen, um den Menschen das attraktiv zu machen, auch eben nicht mit dem eigenen Auto dorthin zu kommen. Okay, Frau Matz, Sie wollten darauf direkt antworten? Ja, also tatsächlich ist es so, dass an der Rheinhessenstraße schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, also eine
ÖPNV-Spur geplant ist, laut Flächennutzungsplan. Mich wundert es eigentlich, dass das bisher noch nicht zum Tragen gekommen ist. Gerade die Ebersheimer würde es sehr freuen, wenn hier auch eine entsprechende ÖPNV-Anbindung so wäre, dass eben halt auch kein Stau auf der Rheinhessenstraße entsteht. Aber zum Schluss muss man doch sagen, es muss eine gewisse Attraktivität da sein, dass die Leute umsteigen. Sei es, dass es einfach bequemer ist, sei es, dass es kostengünstiger ist, sei es, dass man eben halt auch mit einer angemessenen Zeit von A nach B kommt. Aber alle drei Dinge sind eben halt nicht gegeben aktuell. Und deswegen fahren ja eben so viele Leute noch nach Mainz rein mit dem Auto, der Herr Röder eben auch schon gesagt hat, da eine Alternative zu bieten. Und das ist eigentlich die Aufgabe, vor der wir auch aktuell stehen als Stadt. Das heißt, wenn wir auch vom Landkreis Menschen nach Mainz bekommen, die hier auch arbeiten, dann brauchen wir, wenn wir sagen, wir wollen umsteigen auf den ÖPNV ermöglichen, dann brauchen wir Park-and-Ride-Parkplätze zum Beispiel. Da brauchen wir, ich fand das jetzt ganz gut, habe es gleich aufgenommen, diese Polygo-Card. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Das heißt, man ist mobil unterwegs. Und ja, ich sage jetzt mal, die größeren Städte zeigen uns ja, dass das funktioniert und dass das geht. Also ich würde nie auf die Idee kommen, in einer großen Stadt mal ein Auto zu nehmen. Ich fahre da immer öffentlich. Aber wenn man doch diese Alternativen erst gar nicht hat, die muss man also wirklich erst mal schaffen. Und eben vor allen Dingen im Blick des Nutzers auch. Es nutzt nichts, wenn man hergeht und sagt, naja, wir machen jetzt mal eine Bahn oder einen Bus und den ÖPNV, der wird ausgebaut und auch die Fahrräder und so weiter, wenn kein Mensch diese Verkehrsmittel dann auch in dieser Menge nutzt. Das heißt, wir müssen umdenken, wir müssen schauen, was brauchen die Nutzer, was wollen die Nutzer, und dann müssen wir reagieren und nicht umgekehrt. Erstmal was hinstellen, sagen, oh ja, wir denken, dass das schon passt, sondern umgekehrt, wir müssen die Leute abholen und nicht sagen, wir wissen, was für euch gut ist. Herr Röder, Sie wollten darauf auch antworten. Sie haben aber aktuell das Mikrofon noch aus. Herr Röder, Sie haben das Mikrofon noch aus. Ja, jetzt. Gut. Also ich wollte sowohl das von Frau Rösner als das auch von Frau Matz aufgreifen, weil ich denke, das entscheidende Stichwort für mich ist, es ist nicht nur eine Frage der Stadt Mainz in ihren heutigen geografischen Grenzen oder rechtlichen Grenzen. Das Verkehrsproblem in Anführungszeichen in Mainz sind nicht die Mainzerinnen und Mainzer mit ihren Autos, sondern ist das Umland, was wir ja gerne in Mainz begrüßen wollen, und die Leute, die dort in Mainz arbeiten oder vielleicht einfach auch nur durch Mainz durchfahren, weil sie auf der anderen Rheinseite arbeiten und die im Umland wohnen und die auch in Mainz gerne zum Bummeln willkommen sind und zum Einkaufen. Und da müssen wir ein neues Verhältnis zu entwickeln. Ich muss Frau Matz jetzt widersprechen. Die Leute, wenn man die User, ich bin ja Softwareentwickler, diese Sprechweise, liegt mir sehr nahe. Man muss die User abholen und man muss gucken, was die User wollen. Aber die User müssen schon ein gut strukturiertes Angebot vorfinden, das am besten in enger Abstimmung mit ihnen entwickelt. Aber nur sie zu fragen, da kommt man wahrscheinlich auch nicht weiter, weil also in der Softwaretechnik muss ich das jedenfalls auch erstmal, ich muss ja wissen, was geht und was Sinn macht. Und dann kann man natürlich mit den Usern, sage ich jetzt mal, interagieren. Aber das entscheidende Stichwort ist für mich, wir müssen in die Fläche denken, wir müssen über die städtischen, die geografischen, rechtlichen Grenzen von Mainz hinausdenken. Und das ist die letzten Jahrzehnte überhaupt nicht passiert. Es werden überall im Umland kleine Siedlungen, Einfamilienhaussiedlungen gebaut und es wird keine Verkehrsinfrastruktur mitgedacht. Ich meine, das ist die berühmte Straßenbahn nach Ebersheim. Es soll ja auch nie in Ebersheim enden, sondern es ist der Beginn einer Erschließung des Umlandes. Und Frau Matz hat dankenswerterweise das Stichwort gesagt, in größeren Städten wird man das Auto nicht nehmen. Ich denke, wir müssen Mainz als Teil einer Metropole begreifen,
gut die Verkehrsinfrastruktur sein soll, wie vielleicht in Berlin und wo man selbstverständlich 20 Kilometer dann mit der S-Bahn, der U-Bahn fährt und gar nicht auf die Idee kommt, für viele Strecken das Auto zu nehmen. Und wir müssen hier Mainz und die Gegend als Metropole begreifen und da eine Siedlungs- und Verkehrsstruktur, eine Mobilitätsstruktur entwickeln, die dann umweltfreundlich ist. Und da müssen wir wirklich groß denken für. Ja, würde ich Ihnen recht geben, Herr Kraft. Das Problem, was Herr Röder anspricht, ist ein gängiges Problem. Also oft wird gesagt, Mainz ist nicht so groß wie Großstädte, da geht das nicht so einfach. Das Umland sagt zu Recht im Moment noch, ich komme von 20 Kilometer weiter her, ich habe gar kein ÖPNV-Angebot. Sie hatten eben das Beispiel von Stuttgart genannt. Jetzt versuchen wir es mal runterzubrechen auf die Stadt Mainz, die nicht Stuttgart ist offensichtlich, von der Größe her und von den topografischen Gegebenheiten. Wie könnte das in Mainz gelingen, auch die Nachbarregion oder das Umfeld anzubinden in einen größer gedachten öffentlichen Personennahverkehr, wie Herr Röder ihn vorschlägt? Also erstmal würde ich sagen, dass der ÖPNV rund um Mainz gar nicht schlecht ist. Ich bin Pendler, ich pendel jeden Tag nach Darmstadt, ich pendel in die andere Richtung am Rhein, Richtung Bingen. Das heißt, wir haben eine Infrastruktur und viele nutzen das Auto aus Bequemlichkeitsgründen, muss man so einfach sagen. Aber klar, es gibt viele kleinere Kommunen, die werden ein bisschen abgehängt. Für sowas gibt es auch verschiedene Modelle. Es gibt die Möglichkeit von Rufbussen. Das ist aber was natürlich, was eher, sage ich mal, auf wirklich ländliche Regionen zutrifft, was man dort anwenden kann. Aber es gäbe dann auch die Möglichkeit, verschiedene Konzepte zu entwickeln, wie eben so Pendlerbusse. Das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was Frau Rösner gesagt hatte, dass man bestimmte Quartiere abfährt und dieser Bus fährt dann halt punktuell irgendwo hin, zum Beispiel zu großen Unternehmen oder zu anderen Quartieren und hält zwischendurch dafür nicht in Ortschaften, um eben eine schnelle Mobilität zu gewährleisten. Also das wäre was, was man so anwenden könnte. Und ich würde auch noch gern gerade was sagen zu Frau Matz. Und zwar, sie meinte ja, man muss die Bürger fragen. Da stimme ich absolut zu. Das ist ein ganz großes Problem oft. Das heißt, wie sieht dieser Partizipationsprozess überhaupt aus? Hole ich die Bürger überhaupt ab an der Stelle? Aber ich bin der Meinung, es ist auch ein bisschen iterativ. Das heißt, ich muss schon viele Innovationen oder neue Ideen vorgeben, weil das ist eben das, was die Bürgerinnen und Bürger noch nicht kennen. Und wenn jemand etwas noch nicht kennt, dann schreckt er natürlich davor ab. So, und das ist genau das, was auch dann, wenn es um den ländlichen Raum geht, das Problem ist, dass ich als Bürger, sage ich mal, der jetzt irgendwo außerhalb wohnen würde und mein Auto habe, ich steige so schnell nicht um auf was anderes, was ich nicht kenne, weil eben die Bequemlichkeit fehlt und weil ich es nicht kenne, dieses Konzept. So, und weil es vielleicht ein bisschen Unsicherheit hervorruft. Und auch das wäre was, wo man Öffentlichkeitsarbeit betreiben muss und wo man auch dran arbeiten muss, eben ein Netzwerk zu etablieren, zu schaffen. Das kann natürlich von der Kommune selbst gesteuert sein. Am sinnvollsten ist es aber etwas, was man initiiert, dass es eine Eigendynamik entwickelt und dass es sich selbst weiterentwickelt. Und so ist es im Beispiel Stuttgart beispielsweise, aber so könnte man das in Mainz auch machen, indem man hier irgendwelche Anreize schafft oder Möglichkeiten bietet, wie vielleicht auch Räumlichkeiten oder sowas, wo das sowas betrieben werden könnte. Ja, jetzt ist zweimal das Stichwort Bequemlichkeit gefallen. Es sind auch die Kosten gefallen. Ich nehme mal ein ganz persönliches Beispiel. Ich habe ein Jobticket in der Stadt Mainz und bezahle aktuell 580 Euro, was schon ein ermäßigter Betrag ist, aber immer noch viel Geld. Sowohl die Grünen oder viele Parteien sind in die UB-Kandidatenwahl gegangen und haben gesagt, wir versuchen ein 365-Euro-Ticket zu realisieren, wohl wissend, dass da nicht nur sie selbst die Entscheidung treffen, sondern das Land und der Bund da auch einiges mit zu tun haben werden. Wann kann ich endlich damit rechnen? Frau Rösner. Tja, das ist schwierig. Da müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Natürlich ist ein 365-Euro-Ticket ein Anreiz. Das erleben wir zum Beispiel in Hessen, wo das ja auch erst für Schülerinnen und Schüler umgesetzt wurde, dann auch für Rentnerinnen und Rentner. Und das, was wichtig ist, wenn wir das so attraktiv gestalten und so günstig gestalten, dass man eben gleichzeitig ausbaut. Deshalb kann man das nicht
von heute auf morgen umsetzen, weil man die Kapazitäten dafür eben auch schaffen muss. Und das wiederum bedeutet, dass man ganz stark in die Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs investieren muss und ausbauen muss. Und da kommen wir so ein bisschen in diese Krux rein, was Fördermittel angeht. Der Kosten-Nutzen-Effekt, der ist im Moment so eng gerechnet, dass sie zum Beispiel eben genau diese Straßenbahn nach Ebersheim aufgrund dieses Rechenfaktors nicht lohnt, nicht wirtschaftlich ist, es keine Fördermittel dafür gibt und deshalb dieser Ausbau da auch zurückgestellt wurde in den vergangenen Jahren. Und da müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit das möglich ist. Es gibt diese Modellprojekte zu den 365 € Tickets, da ist Mainz aber leider nicht drin. Es gab eine gemeinsame Initiative im Rahmen des OB-Wahlkampfes, aber da müssten Sie dann auch den OB selber nochmal fragen, weil der hat die Wahl gewonnen, der hat das auch versprochen und ich weiß nicht, wie weit da der Stand im Moment ist. Okay, Frau Matz, ja? Wie sehen Sie das denn? Also wenn wir jetzt mit Blick, also jetzt hatten wir mehrfach gesagt, wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen, bequemer machen und Ähnliches. Wenn ich Ihr Wahlprogramm lese von 2019, in dem Sie beispielsweise eine weitere Straßenbrücke für Mainz, Wiesbaden fordern und so weiter, ist es dann nicht eher so, dass Sie den Straßenverkehr weiterhin bequemer machen wollen als den ÖPNV? Nein, also diese vierte Rheinquerung, die ist im Prinzip eigentlich nur die Konsequenz aus diesen ganzen Staus, die um Mainz herum und in Mainz auch in der Vergangenheit stattgefunden haben. Das ist etwas, was einfach völlig unzumutbar ist, sowohl für diejenigen, die im Stau stehen, als auch für diejenigen, die an den Strecken wohnen. Und insofern ist auch ganz klar, wir haben nicht nur wirtschaftliche Einbußen dadurch, sondern in der Tat auch gesundheitliche Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind, wenn Leute jeden Tag im Stau stehen, wenn Anwohner ständig Stauabgasen ausgesetzt sind. Und das war für uns auch die Entscheidung, wo wir gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Die Statistiken sagen, dass auch der Autoverkehr immer mehr zunimmt aufgrund der Zulassungszahlen. Das heißt, jetzt zu sagen, wir gehen davon aus, dass sich das alles nicht realisieren wird, ist eigentlich schlichtweg ja Verschließen vor Tatsachen. Und für uns ist wichtig als CDU, dass wir sagen, wir benötigen eine weitere Rheinquerung. Gut, wenn der Autoverkehr irgendwann mal vielleicht nachlässt, aber nach wie vor brauchen wir diese vierte Rheinquerung. Und wie gesagt, also auch die ganze wirtschaftliche Situation, als die Schiersteiner Brücke gesperrt war, da gab es also enorme Einbußen bei den Unternehmen, die im Stau standen. Vom kleinen Handwerksbetrieb angefangen, der eben halt, statt dass er vor Ort arbeiten konnte und Geld verdienen konnte, eben seine Zeit im Stau verbracht hat, bis hin natürlich zu Logistikunternehmen, die auch nicht in der Lage waren, rechtzeitig ihre Waren auszuliefern. Also von daher war das für uns der Ansatz zu sagen, wir brauchen unbedingt eine weitere Rheinquerung. Schön, wenn dann in 10 Jahren, 15 Jahren vielleicht der Verkehr nicht mehr so in der Dichte da ist. Sehr zu begrüßen, aber aktuell sieht es nicht danach aus. Ja, ist natürlich ein bisschen kurzfristig dann vielleicht auch gedacht, der Bund der Steuerzahler wird sich freuen, wenn das dann gebaut wird und kurze Zeit später dann nicht mehr nachgefragt wird. Frau Rüssner, Sie wollten darauf entgegnen? Das ist der völlig falsche Anreiz. Also wir wissen von anderen Straßenprojekten immer dort, wo Straßen ausgebaut werden, wo zusätzliche Straßen geschaffen werden, führt das dazu, dass mehr Verkehr angezogen wird und die Leute eben nicht umsteigen. Ganz abgesehen davon, dass wir in Mainz ja überhaupt nicht wissen, wo die zusätzliche Rheinquerung überhaupt kommen kann, ja, wo der Verkehr dann auch drauffließen und abfließen kann. Das ist aber was anderes. Und vor allen Dingen die Finanzierung. Also
ich habe halt nur ein begrenztes Budget und wenn ich das Geld in den Straßenausbau stecke, habe ich dieses Geld nicht, um den ÖPNV auszubauen. Und da muss man sich dann schon entscheiden, welche Richtung man einschlägt. Und wenn man eine zusätzliche Rheinbrücke plant und baut, wird das so viel Geld erstmal binden, dass genau das fehlt, was wir brauchen, um eine nachhaltige Mobilität zu gewährleisten. Herr Röder, Sie wollten auch noch zu dem Punkt ergänzend, wenn Sie an Ihr Mikrofon denken würden. Okay, also Frau Rüssner hat es ja schon gesagt, der Beseitigung des Engpasses an einer Stelle suggeriert, dass man staufrei fahren kann, es fahren mehr Autos und dann ist der Stau an der nächsten Stelle. Das funktioniert nicht, das haben wir jetzt 50 Jahre lang versucht und es ist immer nur mehr Stau geworden. Das sagen Sie ja selber, Frau Matz. Insofern ist aber, das ist der eine Punkt. Der zweite ist, nein, der Autoverkehr wird nicht zunehmen, er wird abnehmen. Dafür hat die Politik zu sorgen, dass er abnimmt. Das müssen wir abnehmen lassen. Das kann man offensichtlich, muss man es immer wiederholen. Der Autoverkehr muss weitgehend verschwinden, um die Klimaziele zu erreichen. Und da müssen wir keine Straßen bauen, wir müssen ÖPNV bauen und zwar in guter Qualität. Da stimme ich völlig zu. Und da muss ich noch ein Stichwort von vorhin aufgreifen. Es wird immer vom ländlichen Raum geredet. Den mag es irgendwo geben, aber um Mainz herum ist kein ländlicher Raum. Ich sage immer, entsteht das Gefühl von ländlichem Raum, weil man keine ÖPNV-Anbindung hoher Qualität hat. Wenn da eine Straßenbahn vorbeifahren würde, wäre es städtisches Einzugsgebiet. Und das ist mein Plädoyer. Wir brauchen ein Straßenbahnnetz in der ganzen Region, die Rhein-Hessen-Tram, die dann wirklich hier das Gebiet um Mainz herum zu einer Metropole macht, die dann auch wachsen kann und eine Qualität wie zum Beispiel Berlin entwickeln kann. Und dann brauchen wir, dann spürt es auch jeder, dass er nicht aus dem Umland nach Mainz reinfahren muss, um sich über eine Brücke zu quälen, weil dann steigt er in eine Tram ein und fährt zum Mainzer Hauptbahnhof und fährt dann nach Wiesbaden und es ist ein dichtes Netz, dann funktioniert es. Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr extreme Forderung. Herr Kraff, wie sieht das aus Sicht eines Wissenschaftlers aus? Müssen wir wirklich so extreme Einschnitte in Kauf nehmen und den Individualverkehr komplett zum Erliegen bringen, sprich das Auto stehen lassen? Ich würde das nicht unbedingt genauso sehen, weil ich finde, man muss das differenzieren. In der Stadt selber auf jeden Fall, also die Städte der Zukunft, die müssen autofrei werden, zumindest auf jeden Fall von Verbrennungsmotoren, also Autos mit Verbrennungsmotoren sollten aus der Stadt weichen. Im ländlichen Raum wird es sehr, sehr schwierig umsetzbar sein. So, genauso ist es natürlich auch, wie Frau Matz gesagt hat, Handwerksbetriebe oder sowas, die können natürlich nicht ohne Automobil vorankommen und müssen dann auch durch die Stadt fahren. So, das, was wichtig ist, was wir unterscheiden müssen, ist mal Verkehr und Mobilität. Mobilität wollen wir erhöhen. Das heißt, wir wollen, dass die Menschen mobiler werden, aber wir möchten den Verkehr reduzieren. Deswegen kann man darüber streiten, ob man dann eine zusätzliche Brücke baut, die dann vielleicht mehr Verkehr verursacht oder einfach das Problem verlagert. Das wäre eine Debatte. Aber auf jeden Fall muss man überlegen, wie man mit dem Thema umgeht, weil in der Stadt der Zukunft, sage ich mal, wird es so sein, dass man vielleicht kein Auto braucht zum Einkaufen, sondern man hat vielleicht kleine Bioläden oder andere Geschäfte, wo man sich das Lastenrad über eine App eben ausleihen kann und dann kann man auch dort eben seine Getränkekisten reinladen und muss keinen Einkauf mehr machen mit dem Auto. Das heißt, man muss überlegen, mit welchen Konzepten man in der Zukunft arbeitet. Und in der Stadt selber wird das Automobil wahrscheinlich keine große Bedeutung mehr haben oder eine geringere Bedeutung. Auf dem Land wird es sicherlich weiterhin eine Bedeutung haben, auch vor dem Hintergrund eben der deutschen Historie und der Automobilwirtschaft. Ich glaube es kaum, dass die Automobilwirtschaft dafür sorgen wird oder sich nicht als Lobby vertreten lässt, dass nicht die Personen oder Bürgerinnen und Bürger noch Autos kaufen werden in der Zukunft.
Und das ist ein wichtiger Aspekt, den man auch berücksichtigen muss. Das funktioniert dann eben anders. Das heißt, ich stelle mein Auto vielleicht am Stadtrand ab und fahre dann eben mit so einem Shuttlebus, wie Frau Rösner das gesagt hat, in der Stadt zu dem Punkt, zu dem ich möchte. So, auf lange Strecken sollte man natürlich die Bahn nutzen, aber man kann auch nicht überall die Infrastruktur hinbauen, weil das ist ein Thema von Flächenversiegelung, wenn es zum Beispiel um Bahn geht, oder auch ein Kostenthema, was sehr teuer ist. Das heißt, eine Businfrastruktur muss sich irgendwie finanzieren. Das kann natürlich auf ehrenamtlicher Basis sein, wie das dann im ländlichen Raum weit weg ist. Aber in der Kommune selbst, da finanziert sich auf jeden Fall ÖPNV. Und da sollte der mit einem wirtschaftlichen Anreiz günstig oder vielleicht sogar kostenlos in der Zukunft sein. Das heißt, der Nahverkehr kostenlos. Ähnlich wie das Luxemburg beispielsweise ja jetzt durchführt, ja, und natürlich in einem ganz anderen monetären Bereich. Ich würde gerne mal wegkommen vom ÖPNV und mehr zum individuellen Verkehr, der ja offensichtlich sehr wichtig ist. Da sind ja viele einig, aber ich würde gerne über das Fahrrad sprechen. Und zwar, Frau Matz, Ihre Partei hat im Wahlkampf 2019 den Grünen vorgeworfen, man habe 20 Kilometer Radweg entpflichtet und gerade mal 600 Meter neu gebaut. Was würden Sie besser machen? Ja, also wieder, wenn wir über ein ganzheitliches Verkehrskonzept sprechen, dann müssen alle Verkehrsteilnehmer in dieses Verkehrskonzept mit eingebunden werden. Bedeutet, und zwar gleichberechtigt. Das heißt, jeder, der nach seiner Wahl oder nach seiner Notwendigkeit sein Verkehrsmittel wählt, muss auch die Möglichkeit haben, in einer modernen Stadt voranzukommen. Und momentan sehe ich allerdings nur, dass hier eine Verdrängung stattfindet, die möglicherweise für beide jetzt nicht wirklich zielführend ist, weil es teilweise auch zu gefährlichen Situationen kommen kann. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Also überall sind die Fahrradwege, die zugegebenermaßen relativ schmal auch bereits vor Jahren, Jahrzehnten angelegt wurden, oftmals jetzt gar nicht mehr nutzbar, weil eben Wurzeln oder sonstige Dinge dazu geführt haben, dass man diese Fahrradwege nicht mehr nutzen kann. Jetzt weicht man auf die Straße aus. Das führt natürlich dazu, dass eben halt teilweise hier Verkehrsteilnehmer sehr gefährlich miteinander in einer Konkurrenzsituation sind. Ne? Ich würde mir, also ich bin ein Fan von Holland und also mein Mann ist Holländer, deswegen bin ich auch da gerne und fahre da zum Beispiel sehr, sehr gerne Fahrrad. Und es gibt Ansätze hier in Mainz, wie zum Beispiel die Fahrradstraße von Hechtheim in die Stadt runter, über den Grünviertel. Das ist ein total klasse Fahrradweg. Ich fahre da immer sehr gerne. Das ist reine Vergnügung, hier zu fahren. Und da würde ich mir tatsächlich auch mehr von diesen Fahrradstraßen wünschen, wo man, sage ich jetzt mal, unbeschadet, ungefährlich als Fahrradfahrer, als Verkehrsteilnehmer unterwegs sein kann. Ja, das ist eine Herausforderung, das ist auch sicherlich eine städteplanerische Herausforderung, das hinzubekommen. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass man, und da haben wir, glaube ich, schon auch noch genug Platz in der Stadt und gerade auch in den Stadtteilen, um hier einfach größere, breitere Fahrradwege zu schaffen, die ein ungefährliches Vorankommen von A nach B ermöglichen. Ja, aber es ist nicht, muss ich kurz eine Nachfrage stellen, ist es nicht ein bisschen kurz gegriffen zu sagen, wir brauchen also diese Radwege schön und gut, aber in der Stadt würde ich jetzt sagen, als jemand, der in der Stadt wohnt, dass da nicht der Platz vom Himmel fällt. Ja, das heißt, ich muss schon irgendwo den Platz herbekommen und aktuell schlagen viele vor, dass das hauptsächlich in den Parkplätzen eine Möglichkeit gäbe und auch im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Ich nehme mal als Beispiel die Kaiserstraße, eine dreispurige Straße. Sehr, 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 sehr viel Platz für Autos und nebendran ist ein ungefähr 70 Zentimeter breiter Fahrradweg. Davon Gleichberechtigung zu sprechen, halte ich ehrlich gesagt den Fahrradfahrern gegenüber schon fast für anmaßend. Ist es nicht da ein Paradebeispiel zu sagen, okay, da nehmen wir eine Spur weg und bauen den Fahrradweg endlich aus, weil die, wie gesagt, gerade in der Kernstadt die Flächen doch tatsächlich begrenzt sind, Frau Matz? Ja, also in der Tat, wenn es funktioniert, wenn es dazu führt, dass der Verkehrsfluss sowohl
von Seiten des Fahrradverkehrs als auch von Seiten der Autofahrer gewährleistet ist und ein ungefährliches Miteinander gegeben ist, sehr gerne. Wir haben aktuell allerdings die Situation, dass man ganz oft, und auch wenn ich gerade die Kaiserstraße betrachte, gerade am Anfang und am Ende eine Verkehrssituation haben, wo eben halt nicht gewährleistet ist, dass Fahrräder ungefährlich fahren können. Das eine tun, das andere nicht lassen. Also das ist schon richtig. Man kann dann sagen, naja, dann macht man eben halt diesen Bereich als Fahrradbereich. Nur wir haben halt wirklich Punkte in der Stadt, wo man wirklich als Verkehrsplaner auch mal drauf gucken muss und sagen muss, okay, wie kriegen wir es hin, dass eben halt hier ein ungefährliches Miteinander gegeben ist. Okay. Frau Rösner, das war quasi Ihr Stichwort. Die Verkehrsdezernentin ist, so viel ich weiß, Mitglied Ihrer Partei. Die müsste da drauf gucken, sagte Frau Manns. Warum tut sie das nicht? Ja, das tut sie ja schon, aber es braucht natürlich auch eine Einigung im Bereich des Stadtvorstandes und des Stadtrates. Und wir haben harte Kämpfe gehabt, ob man die dritte Spur auf der Kaiserstraße umwidmen kann in eine reine Fahrradspur. Ich möchte nochmal darauf eingehen, was Frau Matz gesagt hat, was die Sicherheit angeht. Die Sicherheit ist das eine und das ist auch wichtig, dass man sich sicher fühlt. Das andere ist aber auch, dass man schnell vorankommt. Wenn ich das Fahrrad nutze und das nicht nur als Freizeitmobilität nutze, sondern eben auch für das Pendeln zur Arbeit oder zum alltäglichen Bedarf, dann möchte ich nicht das Problem haben, dass ich unsicher fahre, dass ich überall ausgebremst werde. Das heißt, Fahrradstraßen sind eine Möglichkeit, aber der Platz ist, wie gesagt, auch nicht überall gegeben. Und dann muss man, glaube ich, schon eine politische Entscheidung treffen und sagen, dann nehme ich beispielsweise einen Teil der Straße weg oder aber ich mische das. In Dänemark zum Beispiel, Kopenhagen, der Shared Space, das heißt also die Straße, die von allen genutzt wird und man aufeinander Rücksicht nimmt, das bedeutet natürlich auch, dass man Tempo 30 in bestimmten Straßen dann einführen muss oder auch weiter ausbauen muss, damit die Gefährdungssituation nicht so groß ist. Ich weiß, dass es einen unheimlichen Streit gab über die Piktogramme und die Aufhebung der Nutzungspflicht für die Radwege in der Goldgrube. Aber was dort jetzt passiert ist, die Gefahrensituation, wenn Fahrräder auf der Straße sind, sind vor allen Dingen da gegeben, wo parkender Verkehr ist. Sonst ist die Straße breit genug und man kann da auch mit Rücksicht den Platz sozusagen teilen. Und es nimmt auch Stress raus, wenn man insgesamt den Verkehr von der Geschwindigkeit her reduziert, weil dann fühlen sich die Radfahrer wohler. Sie haben nicht immer das Gefühl, dass die Autos ihnen im Nacken sitzen und man nimmt insgesamt mehr Rücksicht aufeinander. Also beispielsweise ist das in einigen Bereichen immer noch nicht klar. Wenn ich die Gaustraße runterfahre, Pariser Straße, Gaustraße, da ist zum Beispiel auch die Benutzungspflicht aufgehoben, weil das total gefährlich ist. Da ist ein alter Radweg, der ist hinter einer Parkzone, also die Autos parken längs des Radweges. Da kommt es immer wieder zu ganz gefährlichen Situationen, wenn jemand aus dem Auto aussteigt. Und dort ist der Verkehr reduziert worden auf 30 und man darf dort auf der Straße fahren. Aber das machen eben viele Leute nicht, weil sie es entweder nicht wissen oder weil sie zum Beispiel angehupt werden, weil die Autos sehen den Radweg und sagen, die haben doch gefälligst auf dem Radweg zu fahren. Also da, glaube ich, braucht es auch noch ein bisschen mehr Aufklärung und immer wieder Sensibilisierung, dass es wichtig ist, dass eben der Radverkehr als gleichwertig anerkannt wird und so eben auch eine höhere Akzeptanz bekommt, weil ich dann nämlich sicher und auch schnell unterwegs sein kann. Ja, ich würde gerne Herrn Röder noch die Chance geben, darauf zu antworten, weil wir jetzt langsam das Thema Verkehr abschließen wollen und Herrn Kramp auch noch die Möglichkeit geben wollen. Herr Röder, Sie fordern nicht nur 30 Kilometer pro Stunde in der Stadt, wo es gefährlich ist für Fahrradfahrer, sondern wenn ich Ihr Programm richtig gelesen habe, wollen Sie das generell in der Stadt. Jetzt nehme ich mal das Beispiel unten in der Rheinallee, was es für einen Riesenaufschrei in Mainz gab, dass allein aus Feinstaubgründen auf 30 zu regulieren, hatte man schon ein Riesenproblem. Wie groß, denken Sie, ist die Akzeptanz, eine komplette Stadt 30 in der Innenstadt zu machen aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass die Leute nach einer gewissen Gewöhnungszeit es als Zivilisierung der Stadt erleben.
Die Stadt ist etwas, was habe ich ja schon am Anfang gesagt, ist etwas, was für die Menschen da ist und nicht Platz, Bewegungsplatz für die Autos sein soll. Und die Menschen werden sich freuen, dass sie sich entspannter bewegen können. Und Durchfahrten von das A außerhalb von Mainz ist und B außerhalb von Mainz, das sollte man sowieso vermeiden. Es gibt den Autobahnring um Mainz und so weiter. Also das Mainz ist kein Ort, dass die Autos da durchfahren. Und wenn man in die Stadt will, kann man sich darüber freuen, wenn es ein zivilisierter Verkehr auf der Straße ist. Und da möchte ich auch noch anknüpfen an den Punkt Stichwort Sicherheit. Die alten Radwege sind entstanden dadurch, dass man die Fußwege verkleinert hat und dann da einen Radstreifen drauf abmarkiert hat. Das ist für die Fußgänger unangenehm, für die Radfahrer unangenehm und es ist unsicher. 80% der Unfälle nach diversen Erhebungen des Radverkehrs, die jetzt nicht einfach selber stürzen mit sich allein ist, sondern also Unfälle zwischen Autos und Radverkehr finden an Einmündungen und Kreuzungen statt, wo gerade diese alten Radwege gekreuzt werden, weil da ist der Radfahrer nicht im Blick des Autofahrers, wenn ich das jetzt mal ungegendert sagen darf. Und die Radfahrer sind objektiv sicherer auf der Fahrbahn, also wie man sagt, auf der Straße. Die Straße ist der gemeinsame Verkehrsraum, auch nach Straßenverkehrsordnung, für alle, die sich mit einem Verkehrsmittel bewegen. Und da gehören die Radfahrenden in der Straße auf jeden Fall hin. Frau Matz hat dankenswerterweise die Fahrradstraße. Ich wohne ja wie Sie auch in Hechtsheim, in Mainz-Hechtsheim. Die Fahrradstraße wird von allen genossen, aber es ist eben auch, da fahren auch Autos. Das muss man auch einfach dazu sagen. Es ist auch okay so. Ich will da die Autos nicht rausschmeißen, aber es gibt einen, wie Frau Rösner sagte, gemeinsamen Verkehrsraum. Die Fußgänger, das ist immer mein Plädoyer, sollen ungestresst durch rollende Verkehrsmittel fahren können. Ich bin auch überhaupt nicht froh über die E-Scooter, die da jetzt auch dadurch oft drüber pesen. Die Fußgänger sollen entspannt gehen können und im Autoverkehr und Fahrradverkehr gehört der in Mainz sehr enge Raum auf den Straßen gemeinsam. Okay. Herr Graf, Sie haben das letzte Wort aus Sicht der Wissenschaft. Wir haben jetzt verschiedenste Ansätze gehört von verschiedenen politischen Couleur, auch noch von der Zivilgesellschaft. Gibt es wissenschaftliche, fundierte Basisliteratur, wo man sagen würde, okay, da gibt es einen Königsweg? Ich würde nicht sagen, dass es einen Königsweg gibt. Es gibt immer ganz viele verschiedene Modelle, die ausprobiert werden. Das Fahrradstraßenmodell, das gibt es in Darmstadt beispielsweise auch ganz oft. Vielleicht sollte man das auch kurz erklären, weil ich nicht weiß, ob jeder von den Zuhörern weiß, was eine Fahrradstraße ist. Da geht es darum, dass man als Fahrradfahrer auch nebeneinander fahren darf und dass die Autofahrer Vorfahrt gewähren haben, also dass die Fahrradfahrer Vorfahrt durchweg haben. So, ich glaube nicht, dass dieses Konzept gut funktioniert, weil der Autofahrer sieht die Straße immer noch als sein Reich. Deswegen glaube ich eher, dass man eine abgetrennte Spur auf der Straße braucht, wo auch ein Bordstein dazwischen ist. So, und das ist die idealste und einzig richtige Möglichkeit, Fahrradwege durch eine Stadt zu bauen. Das heißt, von der Straße aus sind diese Wege ersichtlich. Ja, es befindet sich nicht irgendwo auf dem Bürgersteig versteckt, aber es ist eine räumliche Trennung, die dem Fahrradfahrer oder der Fahrradfahrerin eben eine gewisse Sicherheit gibt. So, und das ist gerade für Abbiegevorgänge auch von besonderer Bedeutung. So, und dann ist das, was in Mainz oft ein Problem ist, ist eben, dass gewisse Achsen fehlen. Ich glaube, Frau Rösner hat auch schon was von Pendlern gesprochen. Genau das Problem habe ich auch, wenn ich jetzt Freunde oder so besuche in einer anderen Gemeinde oder in der Nähe, wenn ich aus der Stadt rausfahren möchte und ich wohne in der Altstadt, dann weiß ich gar nicht, wo ich entlangfahren soll. So, das heißt, entweder ich hätte ein Auto und kann relativ schnell vorankommen mit den 50 km/h oder in Zukunft 30 km/h oder ich nutze das Fahrrad und habe die Möglichkeit, ich fahre auf einer schwer befahrenen Straße, die sehr gefährlich ist, oder ich fahre beispielsweise an der Rheinpromenade, was eigentlich auch keine Möglichkeit ist, weil da sind Fußgänger, da sind Jogger. Das heißt, man stört sich in diesem Verkehrsraum. Das heißt, man braucht ein intelligentes Verkehrsnetz, was durch die ganze Stadt geht. Und ich sehe das weniger in Fahrradstraßen, beispielsweise die Kaiserstraße. Das ist ja auch
so ein Standardbeispiel. Hier gibt es zum Teil gar keine Radwege, weil Sie meinten ja, manchmal hat man an der Seite das, das ist nur an manchen Abschnitten. Und da gab es dann die Fahrradstraßenidee, man macht das in der Parallelstraße. Aber die Parallelstraße ist eine Spielstraße. Und wenn ich jetzt als Fahrradfahrer Händler bin, ja, dann möchte ich durch die Spielstraßen nicht in Schrittgeschwindigkeit fahren. Dadurch werde ich, finde ich, auch als Fahrradfahrer diskriminiert. Das heißt, um darauf zurückzukommen, ein abgetrennter, räumlich abgetrennter Weg, aber direkt neben der Straße, das ist eigentlich die Lösung für einen Fahrradweg. Ja, wie besprochen, ich wollte eigentlich jetzt zum Thema Energie kommen. Ich würde aber gerne die Fragen jetzt schon aufgreifen, weil sie sich ausschließlich zum Thema Verkehr beziehen, die wir aus der Community gerade bekommen haben. Und zwar wird da gefragt, warum es aktuell verschiedene Städte gehen da voran, Berlin beispielsweise mit Pop-up-Fahrradwegen in Zeiten von Covid-19. Frau Rüschner, warum haben wir sowas nicht in Mainz? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, weil ich nicht in der Mainzer Kommunalpolitik bin. Die Pop-up-Straßen hier in Berlin sind in der Tat, es sind übrigens nicht nur Pop-up-Radwege oder Radstraßen, sondern es sind auch Spielstraßen, die für bestimmte Zeiten für den Autoverkehr dann gesperrt werden, damit die Kinder auf der Straße spielen können. Das heißt, hier in Berlin ist im Moment die Ansicht, wir müssen Räume schaffen in der Krise, wo das Bedürfnis nach mehr Radverkehr durch eben diese Pop-up-Radwege unterstützt wird. Ich weiß, dass es eine Diskussion da wohl in Mainz gab, aber ich weiß nicht, warum die Entscheidung getroffen wurde, die bisher jetzt noch nicht aufzumachen. Also da müssen Sie vielleicht Frau Matz oder Rupert Röder fragen, vielleicht weiß der mehr darüber. Ja, Herr Röder meldet sich, dann frage ich ihn mal. Frau Matz kann danach gerne ergänzen, wenn sie da Näheres aus der Insiderquellen des Stadtrates hat. Herr Röder? Also ich kann jetzt nicht aus dem Stadtrat berichten, aber ich weiß von ganz viel von den Diskussionen in Mainz. Es wurde auch in Mainz diese Idee aus Berlin aufgegriffen, wobei die in Berlin ja durchaus die Besonderheit hat, dass das jetzt die Pop-up-Radwege sind eben nicht temporäre Maßnahmen während der Corona-Krise. Und das ist die Illusion, die ich unbedingt vermeiden will. Ich jedenfalls bin da ganz vehement gegen Pop-up-Maßnahmen als Konzept während der Corona-Krise. Das machen, wir sagen dann ja dazu, es ist was Temporäres. Was sagen wir denn dann in einem Jahr, wenn die Corona-Krise vorbei ist? Jetzt sollen da wieder Autos fahren. Nein, wir brauchen langfristige Verkehrswende. Wenn wir da jetzt einsteigen, ist alles gut, aber nicht, wenn wir sagen, irgendwas machen wir es temporär und damit auch das Erklären, wir nehmen es wieder weg, wenn der Autoverkehr wieder zunimmt. Wir brauchen eine Verkehrswende und nicht so spektakuläre Maßnahmen. Ja, aber die können ja umgemünzt werden, ne? Also, ja, aber nicht, wenn du dazu sagst, es sei temporär, dann sagst du ja dazu, du nimmst es wieder weg. Ja, aber also ist Sie sind, vielleicht nochmal zur Erklärung, Sie sind jetzt in der Corona-Krise eingeführt worden, weil der Platz da war und die Menschen mehr aufs Rad umgestiegen sind. Und natürlich ist Pop-up heißt, ja, man schafft sie und vielleicht auch irgendwann wieder ab. Das ist natürlich fatal, das stimmt, aber es zeigt sich ja, es ist Platz da und die Leute steigen auch um. Und wenn sie merken, dass sie gut mit diesen Pop-up-Radwegen unterwegs sind, kann das ja auch dazu führen, dass man sagt, gut, diese Radwege werden gut angenommen und wir führen die in eine dauerhafte Radspur über. Wenn man es Testradwege nennen würde, könnte ich schon besser damit leben, als dazu zu sagen. Okay, ich würde an dieser Stelle ungern eine Nomenklaturdiskussion führen, wie man diese Maßnahme ist man quasi, hat man sich quasi verpflichtet, sie wieder wegzunehmen. Ja, okay, das ist eine spannende Diskussion über Anglizismen und Nomenklatur, aber die können wir bei Gelegenheit weiterführen. Jetzt würde ich gerne zwei Fragen von den Zuschauern zusammenfassen. Und zwar wurde auf der einen Seite gefragt, gibt es keine Möglichkeiten, den Autoverkehr unangenehmer quasi zu machen, um den ÖPNV im Vergleich dazu attraktiver zu machen. Die zweite Frage, die auch in diese Richtung geht, warum, wenn es schon eine weitere Brücke sein soll, warum denn keine für Fuß- und Radwege? Dass man das mit den einen macht. Ich nenne auch mal ein Beispiel. Ich glaube, in Oslo kostet es 10 Euro, wenn man eine Stunde parken will. Sind das nicht vielleicht Maßnahmen, die man ergreifen könnte, Herr Graf? Ja, also genau. Es gibt immer verschiedene umweltpolitische Instrumente. Und eins der
wahrscheinlich am stärksten wirkenden oder wahrnehmbaren Instrumente ist das ökonomische Instrument. Das heißt, wenn ich mit irgendwelchen wirtschaftlichen Anreizen arbeite. In Oslo sind die Parkgebühren nicht nur teuer, sondern ich bezahle eben auch eine City-Maut, wenn ich in die Stadt fahre. So, und deswegen finde ich das Beispiel ganz schön. Da muss man halt überlegen, ob ich das in Zukunft für Mainz eben auch mache. Weil als die Theodor-Heuss-Brücke gesperrt war, nur mal um dieses Beispiel aufzugreifen, dann war das so, dass auf einmal hier auf der Kaiserstraße Stille war. Das heißt, man hat gemerkt, dass ganz viel Transitverkehr eben in Mainz ist und dass viele Leute eben nur durch diese Straße fahren und durch Teile von der Innenstadt, um auf die andere Rheinseite zu kommen. So, und da muss man sich mal überlegen, okay, das heißt, ist diese Stadt überhaupt noch oder fahren hier überhaupt noch die Bürger, die hier wohnen, oder sind das irgendwelche Bürger am Rand, die auch andere Wege nutzen können? So, und da muss man dann sagen, okay, wenn ich jetzt eine City-Maut als Möglichkeit nehme, dann muss ich dafür bezahlen. Dann kann man überlegen, ob man Handwerker vielleicht außen vor lässt und sagt, okay, da kann man eine Bescheinigung holen und muss nichts bezahlen. Und dadurch hätte man diesen wirtschaftlichen Anreiz oder so einen negativen Anreiz, nicht mehr das Auto zu verwenden und auf was anderes umzusteigen. Genauso könnte man dann auch sagen, ich fördere ÖPNV, indem ich es günstiger oder kostenlos mache, weil wenn ich etwas kostenlos habe und dann habe ich nebendran das Auto, was mich immer was kostet, dann fange ich auch an zu überlegen, wenn ich das ÖPNV-Ticket ein bisschen günstiger mache, dann nehme ich das nicht so wahr. Das heißt, es ist auch so ein bisschen eine Frage der Wahrnehmung und eine Frage des ökonomischen Anreizes, wenn ich irgendwas fördere, genauso kostenloses Parken für E-Mobilität. Aber dann habe ich immer noch den Verkehr dort, dann reduziere ich nicht den Verkehr, sondern ich habe nur umweltfreundlicheren Verkehr, was besser ist, aber vielleicht auch nicht final die Lösung ist. Ja, die Antwort von Mats wäre wahrscheinlich zu sagen, ja, wir bauen einfach eine zusätzliche Brücke, dann haben wir auch das Problem mit der Querung wahrscheinlich nicht. Ich würde aber erst gerne die Idee von Frau Rösner nehmen. Frau Mats, Sie schütteln schon den Kopf, Sie kriegen gleich dann die Gelegenheit. Frau Rösner, ist das ein Ansatz, eine City-Maut für Mainz? Kann man diskutieren, finde ich richtig. Ich weiß auch, dass es in anderen Städten genau diese Diskussionen gibt. Und das ist natürlich ein harter Kampf. Und ich weiß, dass diese Diskussionen auch immer ganz schwierig sind. Wenn zum Beispiel Baustellen sind, wird ja immer grundsätzlich unterstellt, man will damit den Individualverkehr unattraktiv machen, damit die Leute mehr umsteigen. Es ist sicher so, dass wenn es unattraktiv ist, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, ob das ökonomisch ist oder aus anderen Gründen, weil man im Stau steht, man sich vielleicht eher überlegt, umzusteigen, als wenn ich noch eine zusätzliche Rheinbrücke habe und noch zusätzliche Straßen gebaut bekomme. Also ich glaube, diese Hebel sind schon da, aber das ist eine politische Entscheidung und bisher waren da die Mehrheiten eben auch nicht dafür da, muss man ganz ehrlich sagen. Frau Mats, Frau Rösner sucht mit ihrer Partei Mehrheiten. Ist die CDU dabei? Sagen wir mal so, also ich bin nicht so ein Freund von Repressalien, bin wundert. Also die CDU ist da eher etwas freidenkender unterwegs. Aber ich bin natürlich immer ein Freund von positiven Anreizen. Und deswegen fände ich zum Beispiel, und da sind wir uns, glaube ich, schon auch einig, wenn es finanzierbar ist, wie auch immer, über Förderungen oder ja, andere Möglichkeiten, dass man einen kostenlosen ÖPNV hinbekommt. Weil das ist meines Erachtens genau der, der Anreiz, den viele sicherlich auch dann nochmal überlegen würden. Wie der Herr Graf eben gesagt hat, Auto kostet immer. Es kostet Benzin Kraftstoff, es kostet Parkgebühren. Und wenn ich jetzt aber die Möglichkeit habe, in den Bus zu steigen, ganz bequem, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, wo kriege ich denn jetzt mal mein Ticket her, wenn ich jetzt nicht über eine entsprechende Dauerkarte verfüge? Oder wie ist das, kriege ich irgendwas besonders günstig? Da gibt es ja mehrere Modelle. Sondern einfach reinsetzen, der nächste Bus kommt in einer sehr vernünftigen Taktung, gerne wie in Großstädten im, 7- bis 10-Minuten-Takt. Das ist doch bequem. Also ich glaube, da kenne ich niemanden, der sagen würde, nee, das mache ich nicht. Sondern das wird angenommen, bin ich mir absolut sicher. Darf ich einen kurzen Widerspruch? Aber einen kurzen. Wenn Sie von Repressalien sprechen,
dann ist das ein bisschen verkehrt von der Situation her, die wir haben. Wir haben bisher eine Unterstützung des Autoverkehrs gehabt. Ja, ich habe ein großes Blechansammlung um mich rum und kann ziemlich viel Platz auf der Straße für mich in Anspruch nehmen. Und das hinterfragt keiner. Und jetzt kommen Radfahrer an und sagen, mit welcher Berechtigung eigentlich, wenn ich doch eigentlich mit dem Rad viel weniger Platz in Anspruch nehme. Und da geht es um faire Aufteilung von Straßen und nicht von Repressalien, sondern darum, dass es halt eine gerechtere Aufteilung von der Straße, von dem Raum gibt, in dem sich die Menschen bewegen. Ja, also wir waren jetzt sehr, sehr lange beim ÖPNV. Das ist eine sehr, sehr spannende Diskussion. Deswegen ist es mir sehr schwer gefallen, die zwischendurch abzubrechen. Wir wollten aber noch zu dem Energiebereich kommen. Den würde ich, wenn das für Sie okay ist, auch gerne noch anschneiden, auch wenn wir jetzt natürlich nicht mehr die Zeit haben, das in Gänze zu machen. Herr Graf, vieles in der Energiepolitik ist ja Hauptsache Sache des Bundes oder der Länder oder Ähnliches. Welche Schritte kann denn eine Kommune wie Mainz überhaupt gehen, um einen signifikanten Beitrag zu leisten, um die Umwelt zu schützen? Also ich bin der Meinung, einige Schritte, weil es gibt ja das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, die Kommune soll möglichst das, was sie machen kann, selber machen. Und das Land schreitet eben nur ein, wenn das nicht möglich ist. So, und das ist im Grundgesetz festgeschrieben. Und genauso sollte es auch sein, dass die Kommune handelt. So, und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und zwar, indem man auch hier wieder ökonomische Anreize schafft. So, das Problem oft ist die Finanzierbarkeit, wie man die organisieren kann. Es gibt Förderprogramme von der EU, vom Bund, vom Land, ja, aber es gibt auch verschiedene andere Modelle. Das heißt, man kann mit Unternehmen zusammenarbeiten in Public-Private Partnerships oder man kann auch beispielsweise Contracting betreiben. Contracting bedeutet, man hat einen Auftraggeber, der erledigt etwas für einen, zum Beispiel eine Energieberatung oder der führt verschiedene Klimaschutzmaßnahmen durch, in denen Solarzellen installiert werden. Der betreibt das Ganze dann und finanziert das in erster Linie und dafür kriegt man dann ein bisschen Geld. Das heißt, hier gibt es verschiedene vertragliche Möglichkeiten und man kann das auch intern lösen, also ein internes Contracting machen. Das heißt, man sagt, ich als Kommune habe eine Abteilung, ja, die kümmert sich jetzt um Energieeinsparmaßnahmen, formuliert diese Maßnahmen, plant diese Maßnahmen. Das heißt, diese Abteilung braucht am Anfang eine Anschubfinanzierung, um auch die Maßnahmen zu finanzieren. Aber diese Maßnahmen werden sich im gewissen Zeitraum eben auch amortisieren. Das heißt, ich kriege Geld wieder zurück. So, und oft ist ein Problem, wenn es nicht die Anschubfinanzierung ist, dass das Know-how fehlt. Und deswegen gibt es hier die Möglichkeiten, einen Zweckverband zu machen, das interkommunal im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit zu organisieren oder eben auch mit verschiedenen Städtenetzwerken sich Informationen ranzuholen. Die Stadt Mainz ist bereits in Städtenetzwerken, aber vielleicht muss man da auch neue Netzwerke zu etablieren, wo es mehr darum geht, neue intelligente Maßnahmen ja, sich auszudenken. Die Stadt Mainz hat auch zum Beispiel den Energiepark. Das heißt, es geht auch viel darum, wie cluster ich mich, wie organisiere ich verschiedene Kontakte, Ansprechpartner. Im Energiepark arbeitet jetzt beispielsweise Siemens, die Hochschule Rhein-Main. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, wie kann ich Plattformen schaffen. Das wäre jetzt quasi so als kooperatives umweltpolitisches Instrument, um Austausch herzustellen zwischen Unternehmen und der Wissenschaft. Hier könnte man die Rhein-Main-Universitäten einbinden aus der Metropolregion und eben auch wieder hier die größten Unternehmen, die irgendwie aktiv sind oder auch überregionale Unternehmen, um was zu machen. Noch eine Sache kurz, zum Beispiel die Stadt Bottrop. Die war Innovation City oder ist es noch und die hat innerhalb von 5 Jahren ihren CO2-Haushalt um 37% reduziert. So, und das hat funktioniert, weil man eben verschiedene Maßnahmen gemeinsam bewältigt hat. Mit 30 großen Unternehmen, die da drin sind, es wurden viele Fördermittel reingesteckt, aber das Ganze amortisiert sich auch in einer Zeit. So, und ganz wichtig dort war auch immer, dass man so mit der Heizungs- und Ingenieurs- oder Installationsinnung zusammenarbeitet, weil der Installateur, der baut die Heizung ein, die er kennt. So, und wenn ich dort nicht mit denen zusammenarbeite und eben neue Produkte, sage ich mal, an den Installateur bringe, damit er sie an den Mann oder die Frau bringen kann, dann funktioniert das nicht. Das heißt, dieses Netzwerk spielt eine ganz große Rolle und das muss ich als Kommune irgendwie versuchen zu organisieren oder zu etablieren. Frau Matz, das ist ja quasi eine Steilvorlage für Sie als Wirtschaftsdezernentin, Anschubfinanzierung, große Firmen, Zusammenarbeit mit Innungen und so weiter. Das klingt quasi nach einem Auftrag für Sie für die nächsten Wochen. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag von Herrn Kraft? Ja, ich
bin da absolut, stehe da also genau hinter diesen Ideen, weil man muss sich jetzt eins klar machen. Also wir haben sicherlich die Möglichkeit, also jeder für sich individuell bestimmte Dinge zu tun, indem man ja mit dem Fahrrad fährt oder eben zu Fuß geht, um auch den CO2-Ausstoß, den man selber produziert, auch ein Stück weit zu reduzieren. Aber ganz ehrlich, wir sind im Jahr 2050, wir hatten im Eingangsstatement so einen Ausblick gewagt auf 2050, und im Jahr 2050 werden wir auf der Welt 10 Milliarden Menschen sein. Wir werden im Jahr 2050 nochmal 60.000 Einwohner dazu bekommen haben als Stadt Mainz, wenn wir so weiter wachsen wie bisher. Das bedeutet, allein die schiere Anwesenheit der Menschen wird dazu führen, dass wir eben halt hier einen CO2-Ausstoß haben, der eben den Klimawandel enorm voranbringen wird. Wie kann man dem begegnen? Und da bin ich ganz dankbar gewesen für das, was jetzt der Herr Graf gesagt hat. Ja, wir müssen den Weg nach vorne antreten und sagen, was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir sind ein hochtechnologisierter Staat und eine Gesellschaft. Wir haben wunderbare, innovative Wissenschaftler, die sich über genau diese Themen auch Gedanken machen. Und für uns ist es wichtig, und als Kommune natürlich, aber auch natürlich für jeden Einzelnen, sich darüber Gedanken zu machen, welche Technologien gibt es, die ich für mich persönlich oder aber eben halt auch im Gesellschaftsverbund einsetzen kann, um hier den Schritt nach vorne zu tun und eben die CO2-Emissionen, die in der Atmosphäre, das CO2, was in der Atmosphäre ist, beziehungsweise die CO2-Emissionen so zu reduzieren, dass wir auf ein vernünftiges Maß kommen, um eben halt hier den Klimawandel einzudämmen und zurückdrehen, wenn wir nicht können, aber zumindest so weit reduzieren, dass es in irgendeiner Weise auch ein Überleben der Menschheit garantiert. Nur so kommen wir auch wirklich weiter. Wieder, jeder muss für sich entscheiden, was er tut und welche Anstrengungen er unternimmt, um eben halt seinen individuellen CO2-Footprint zu reduzieren. Aber um wirklich die Klimaziele einzuhalten und zu schaffen, dass wir eben halt den Klimawandel eindämmen können, ein Stück weit, da brauchen wir Technik. Und diese Technik, die zu fördern, die einzusetzen und die eben halt, wie Sie es eben geschildert haben, auch noch zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Das ist unsere Aufgabe als Politik, als Gesellschaft. Ja. Herr Röder, Sie sind ja auch im Klimaschutzbeirat der Stadt Mainz. Was sagen Sie denn zu den Forderungen von Herrn Graf und den Vorschlägen von Frau Manz? Ja, da kann ich es erstmal nur Ja zu sagen. Es ist eine große Aufgabe für ein Wirtschaftsdezernat, das nicht ehrenamtlich zu bewerkstelligen ist. Aber ich möchte noch anknüpfen. Ich denke, dort in diesem Bereich, den Sie jetzt beide skizziert haben, liegt die Aufgabe der deutschen Industrie. Und da muss ich jetzt eine Spitze gegen die Partei von Frau Matz loswerden. Es ist eben völlig verkehrt, 9 Milliarden Dollar, sage ich schon, Euro, in die Steinzeittechnik der Automobilindustrie zu stecken, statt wirklich innovative Techniken, die dann dazu führen, dass wir klimaneutral weiter wirtschaften können, zu investieren. Und da, den Weg, den Sie skizziert haben, bin ich völlig d'accord. Wir müssen damit ganz vielen zusammenarbeiten. Das war auch das Ergebnis von dem Masterplan Klimaschutz 2050, der in der Stadt Mainz erarbeitet worden ist. Ganz ein Konzert von ganz vielen Maßnahmen, das wir hier auf lokaler Ebene umsetzen können, damit wir vorankommen. Wir sind in Mainz tatsächlich ja, wir haben ja in Mainz einige innovative Technikansätze, die Methanherstellung, die Wasserstoff, die Hydrolyse im Gewerbegebiet, da müssen wir weiter dran arbeiten und dann müssen wir wirklich die vielen Handwerksbetriebe einschließen. Ich möchte aber noch einen Punkt, der lässt mich nicht los, von Frau Matz vorhin aufgreifen. Selbstverständlich, sehr schön, wir arbeiten mit Anreizen, aber nicht mit Anreizen fürs Auto, sondern mit Anreizen fürs Fahrrad.
Okay, diese Spitze darf auch noch sein. Sie müssen kurz mit dieser Spitze leben, Frau Matz. Ich würde nämlich gerne Frau Rösner noch mit in die Runde zur Energiepolitik nehmen. Der Herr Kraft hat schon angesprochen, PV-Ausbau, die Sie ja auch selber fordern in dem Wahlprogramm 2019 von den Bündnis 90 Die Grünen in Mainz explizit, Technik fördern, sagte Frau Matz. Wie wollen Sie denn den PV-Ausbau in Mainz fördern in den nächsten Jahren? Also zu dem, was vorher gesagt wurde, was Konzepte angeht, was das Einbeziehen der Wirtschaft und so weiter angeht, ist ja auf der einen Seite richtig, aber wir haben ja schon ganz viele Technologien, die ja schon funktionieren. Die werden immer noch weiter ausgefeilt, sie sind irgendwann effizienter, aber letztlich bedeutet das, auch Geld in die Hand zu nehmen für beispielsweise im Wärmesektor. Der Wärmesektor ist ein ganz entscheidender, der wird immer noch zu wenig berücksichtigt. Es braucht zum Beispiel Sanierung von Gebäuden, eine Wärmeplattform, die Mainz ja auch voranbringt mit der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden. Nachdem die ja jahrelang auf das Kohlekraftwerk gesetzt haben, haben sie sich jetzt zu dieser Wärmeplattform entschieden und wollen die auch voranbringen. Aber es braucht tatsächlich ganz viel Geld und auch Tatkraft, da jetzt ranzugehen. Und der Ausbau der Photovoltaikanlagen, weil wir haben ja nicht so viele Flächen, wo wir Windkraftanlagen aufstellen können oder neue Technologien verwenden können, das ist noch ganz, ganz, ganz wenig, was gemacht wird. Also natürlich kann die Stadt öffentliche Gebäude mit Solaranlagen ausstatten. Dann kommt häufig das Problem, ja, das Dach ist da nicht tüchtig genug, das kann die Statik nicht aushalten. Das heißt, das ist wesentlich aufwendiger, das dann zu machen. Und ich ärgere mich so ein bisschen bei allen Neubauten, die geplant werden, dass man da nicht ganz klare Standards festlegt, dass es eben nicht nur ein Niedrigenergiehaus ist, sondern warum ist es nicht ein Energie-Plus-Haus? Warum schaffen wir das nicht, wenn neu gebaut wird, die neuesten Standards auch zu setzen und die langfristig auch den besten Wirkungsgrad mit sich bringen. Wir müssen die Bürgerenergiegenossenschaften zum Beispiel stärken, mit denen mehr zusammenzuarbeiten. Und leider ist da der Bund ja auch in der Vergangenheit nicht besonders hilfreich gewesen, indem es den Solardeckel gab die ganze Zeit. Der soll ja jetzt gelüftet werden. Aber dadurch hat es sich für viele natürlich auch rentiert, PV-Anlagen aufs eigene Dach zu setzen. Mieterstrom beispielsweise. Es war auch alles ganz schwierig, bis die Mieter sich selber eine Anlage fördern lassen konnten und sich selber beziehungsweise Vermieter für die Mieter und den Mieterstrom dort direkt abgeben konnten. Also das ist alles sehr, sehr mühsam und ich glaube, da brauchen wir wesentlich mehr Unterstützung von allen Ebenen, vor allen Dingen auch von der Bundesebene, damit der Ausbau der erneuerbaren Energien tatsächlich vorankommt, damit auch neue Technologien gefördert werden können. Und Mit Sicherheit, richtig, aber da sind wir wieder auf der Bundesebene. Ich würde gerne in Mainz bleiben und auch Herr Krapp hat ja einen Vorschlag gemacht mit Leuten, die von der Kommune finanziert werden und Leute beraten, weil ich glaube, oft ist es auch ein Beratungsproblem. Also ich habe ja auch in dem Bereich Photovoltaik geforscht und wenn mich Leute dazu fragen, die sagen immer, lohnt sich das bei mir, kann ich das machen, ich muss erstmal einen holen, der kostet Geld. Warum macht das die Stadt nicht stärker, zu gucken, wenn sie schon sagt, bei uns auf den Dächern funktioniert es nicht, rumzugehen und sagen, hier auf dem Dach funktioniert es und dann mit dem machen Sie ansatzweise. Es gibt ja die Energieberatung, die ja auch von der Stadt Mainz eingerichtet wurde, aber es müsste eigentlich viel mehr ausgebaut werden, denn wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, müssten wir die Sanierung, Gebäudesanierung beispielsweise verfünffachen und das bedeutet natürlich auch eine Steuerung und eine Beratung von Seiten der Stadt und da kommt dann das Problem der Finanzen der Kommunen ins Spiel, weil das wissen wir auch, Mainz hat nicht so viel Geld und im Moment mit der Corona-Krise wird es auch noch weniger sein, weil viele Gewerbesteuereinnahmen ausfallen werden, viele Förderprogramme auf den Weg gebracht worden sind und deshalb ist es nochmal ganz wichtig, egal auf welcher Ebene wir jetzt Konjunkturprogramme auflegen, müssen die ökologisch ausgerichtet sein. Das ist das A und O, sonst wird die Wirtschaft so weitermachen wie bisher. Man wird viele Milliarden in alte Technologien
stecken, die dann die Klimakrise nur noch verschärfen, als dass wir eine Lösung dafür finden. Okay, Sie sehen, es ist ein spannender Bereich. Herr Kraff hat das letzte Wort zu dem Thema. Dann würde ich in die Abschlussrunde langsam kommen, weil wir leider schon sehr weit fortgeschritten sind. Ich würde gerne noch sehr lange, weil das mein eigentliches Lieblingsthema ist, darüber sprechen. Herr Kraff, bitte. Genau, ich wollte daran noch anschließen, weil auch das neue Gebiete erschließen Thema ist. Gerade jetzt beispielsweise im Zollhafen ist es so, da hätte man, sage ich mal, baurechtlich viel mehr machen können. Das heißt, mit planungsrechtlichen Instrumenten Festlegungen treffen müssen oder eben auch innerhalb der Satzung was beschließen, was dann Pflicht ist, dort umzusetzen. Oder vor allem, und das sehe ich dort als Potenzial, einen städtebaulichen Vertrag, in dem ich Festsetzungen mache, weil es dort ja Investoren gab. Weil das sind jetzt keine Gebäude, die für sozioökonomisch schwache Schichten gebaut wurden, sondern das sind Apartments, die sind sehr teuer. Und ich glaube nicht, dass man durch ökologische Voraussetzungen, die es dort geben müsste, den Preis noch viel mehr in die Höhe getrieben hätte. Das heißt, die Leute, die dort wohnen, sich eine Wohnung kaufen, die hätten auch das wahrscheinlich finanzieren können. Und deswegen glaube ich, hier fehlt das Planungsrechtliche für eben die Erschließung neuer Gebiete. Einen Satz dazu noch, Frau Matz, Sie sind immerhin aktuelle Dezernentin auch für Liegenschaften und Stadtentwicklung. Ich weiß, dass das nicht in Ihrer Zeit lag, als das erschlossen wurde. Das war noch ein Kollege, ich glaube, von der FDP, dem wir diesen Vorwurf dann direkt machen können, der aber heute leider nicht da ist. Hätten Sie es anders gemacht? Ja, in der Tat ist tatsächlich mein Dezernat auch bei meinem Vorgänger nicht dafür zuständig. Es gibt tatsächlich städtebauliche Verträge, die werden ausgearbeitet vom Dezernat 6 und da sind wir jetzt nicht federführend. Es ist aber so, wir haben bei jedem neuen Baugebiet, was durch Investoren entwickelt wird, auch einen städtebaulichen Vertrag. Aber wie gesagt, da es jetzt nicht in mein Ressort fällt, kann ich auch nicht sagen, inwieweit hier darauf geachtet wird. Okay, ich würde dann zu der letzten Runde kommen und einen Ausblick in die Zukunft wagen, weil wir gerade von der Fridays for Future Bewegung und Students for Future Bewegung ja ein extremes Interesse an der Zukunft haben, wie der Name schon sagt. Deswegen würde ich auch gerne den Ausblick wagen, den Sie halt, Frau Matz, auch schon angesprochen haben, bis 2050 und uns anschauen, wie Mainz dann aussieht. Frau Matz, 2015, die Stadt Mainz. Schaffen wir das Klimaziel, bis 2050 klimaneutral zu sein, was die EU-Kommission ausgegeben hat? Ich würde es hoffen. Ich glaube allerdings nicht daran. Wie gesagt, allein schon durch die Tatsache, dass wir ständig wachsen. Wir werden pro Jahr kriegen wir 2000 neue Bürgerinnen und Bürger dazu. Ungefähr 1000 Wohnungen. Das hat sich zumindest so in den letzten Jahren angedeutet. Ich glaube auch, es wird nicht weniger werden. Von daher müssen wir uns auf einen Bevölkerungszuwachs mit all den Begleiterscheinungen einrichten. Mein Credo ist, wir können unseren Beitrag dazu leisten, dann, wenn wir wirklich flächendeckend auch Technologien einsetzen können und hoffentlich dann auch einsetzen werden, die es eben halt ermöglichen, die den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Mein Stichwort wäre hier das CCS, also Carbon Capture and Storage. Das ist natürlich etwas, was jetzt auf kommunaler Ebene ziemlich hochgehängt ist. Aber wie gesagt, ich denke, das ist das Einzige oder die einzige Technologie, die uns auch jetzt in der Bundesrepublik in die Lage versetzen wird, dieser Herausforderung zu begegnen. Es ist interessant, dass Sie ausgerechnet dieses Verfahren ansprechen, weil gerade das Carbon Capturing bei aktuell 740 Euro die Tonne, die gecaptured wird und gestored wird, relativ teuer ist. Gerade als Wirtschaftsdezernentin ein interessanter Ansatz. Frau Rösner, machen wir es uns nicht so einfach, indem wir sagen, wie Frau Matz, wir wachsen und deswegen geht das nicht. Ich nenne mal ein Beispiel. Kopenhagen will klimaneutral sein bis 2025 und das Kopenhagen ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass es jährlich um mehrere tausend Einwohner schrumpft. Wie sehen Sie das mit Ihrer Partei? Ja, da erinnere ich gerne an den Club of Rome. Der hat gesagt, das Wachstum hat auch seine Grenzen. Und ich glaube, das trifft eben auch für eine Stadt, die jetzt schon dicht besiedelt ist, zu. Wir können nicht unendlich viel zubauen. Wir müssen aber die Flächen, die wir bebauen, beispielsweise besonders gut und effizient nutzen. Und wir müssen so bauen, dass sie eben klimaneutral sind. Und gleichzeitig auch noch die
Gebiete und Siedlungen nachhaltig ausgestalten, die das eben noch nicht sind. Aber deshalb ist es ganz wichtig, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, weil wir müssen die Krise, die Klimakrise angehen und auch irgendwelche CCS oder andere Brücken zu setzen, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, weil einmal, das haben wir in der Vergangenheit auch immer schon diskutiert, kostet das auch nochmal sehr viel Energie, dieses Verfahren selber. Das heißt, es produziert sozusagen noch zusätzliche zusätzliches CO2. Das heißt also, wir müssen wirklich alle Anstrengungen unternehmen. Das heißt, erneuerbare Energien ausbauen. Wir müssen Effizienz steigern. Wir müssen so bauen, wenn wir bauen, dass wir eben keine zusätzlichen Belastungen schaffen. Wir müssen Energie-Plus-Häuser schaffen, also möglichst viel Energie selber produzieren. Wir müssen aber gleichzeitig ein Klima gewährleisten, dass eine Stadt nicht irgendwann die Luft ausgeht. Also wenn wir keine Grünflächen zwischendrin haben, wenn wir die Frischluftschneisen zubauen, dann wird es in der Stadt nicht mehr erträglich werden, weil die Temperaturen sind schon gestiegen. Wir haben das jetzt auch im Frühjahr schon wieder gemerkt. Uns droht der dritte Dürresommer und in der Stadt haben wir in den vergangenen Jahren schon Situationen gehabt, wo man kaum sich bewegen konnte, weil die Hitze sich so gestaut hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch ein gutes Stadtklima erhalten. Und das heißt auch viel Grün, viel Frischluftschneisen frei zugänglich zu haben und nicht alles zubauen. Das heißt, wir brauchen eine nachhaltige, ökologische Stadtentwicklung. Nur dann können wir das Klimaziel erreichen. Ich bin auch skeptisch, weil ich glaube, dass es zu wenig Anreize gibt, das tatsächlich zu machen, auch zu wenig Unterstützung. Wir haben das auf vielen Ebenen, diskutieren wir das. Ich bin nun mal im Bundestag, deshalb sehe ich natürlich immer die Bundesregierung. Wir haben viel Zeit vertan und wir müssen jetzt noch mehr und noch konsequenter diese Klimakrise angehen, weil wir sonst tatsächlich das nicht in den Griff bekommen. Und ich glaube, wir haben alle eine Verantwortung für die nachfolgenden Generationen, die Lebensgrundlagen zu erhalten und nicht Mainz und unser Land in eine Wüste verwandeln, wo wir dann auch noch ganz andere Probleme haben mit Migration und so weiter. Also das ist mir ein wichtiges Anliegen und da müssen wir alle zusammen an einem Strang ziehen und zwar alle in die gleiche Richtung. Ob Migration jetzt ein Problem ist, das möchte ich jetzt mal dahingestellt sein. Ich bin mir sicher, dass Sie das so auch nicht meinen. Nein, Migration durch, also Flucht dadurch, dass die Menschen ihre Lebensgrundlagen nicht mehr haben. Ja, also wir haben ja jetzt schon Klimaflüchtlinge und das wird ja in der Zukunft noch weiter zunehmen. Und da, habe ich das gemeint. Ich habe es schon verstanden. Andere Sache, die ich noch kurz, weil Sie gesagt haben, auch die Begrünung und so weiter, das wäre auch nochmal ein eigenes Thema, weil ich schon mal mit zwei Politikern spreche. Aktuell wird der Campus an der Uni ja neu geplant in der Mitte. Ja, da soll auch wieder so eine schöne Betonwüste hingebaut werden. Wir setzen uns aktuell dafür ein, dass genau das nicht passiert. Das heißt, Tabea Rösten hätte ich schon auf meiner Seite, wenn Frau Matzig das auch. Das muss aber auch mit dem Land, ausgehandelt werden, weil das ist ja nun mal Landes. Ja, ich habe einen von der Stadt da, einen vom Bund. Ich dachte, man trifft sich in der Mitte. Herr Röder, ich würde gerne noch zu Ihnen kommen, wenn Sie sich eine Stadt ausmalen könnten. 2050 Mainz, wie würde die aussehen? Mit der Bitte aus zeitlichen Gründen um eine halbwegs kurze Antwort, falls möglich. Also, ich denke auf jeden Fall, wir müssen konsequent auf dieses Ziel zugehen und dürfen uns nicht halbherzig darauf bewegen. Den Zuwachs der Bevölkerung sehe ich da eher als Chance, denn wir brauchen einen ökologischen Umbau der Gebäude und der lässt sich leichter realisieren, wenn man zum Beispiel aufstockt und dann die Wärmedämmung und die Solardächer in einem mitbaut. Insofern sehe ich den Zuwachs da eher als produktiv. Und ich kann mir eine Stadt vorstellen, wo die Leute sich wirklich in großer Zahl entspannt und gerne aufhalten und auch aus dem Umland mit guten Verkehrsmitteln, insbesondere dem Bahn und der Straßenbahn, da gerne hinfahren. Und ich möchte
doch sagen, weil auch so ein bisschen Hoffnungslosigkeit da von Frau Matz in den Raum gestellt wurde. Das finde ich jetzt sehr frustrierend, sollte eine Vertreterin einer christlichen Partei jetzt nicht sagen. Und ich sage jetzt mal als mein Motto tatsächlich dagegen, das mal angepasste Formulierung vom kategorischen Imperativ von Kant. Wir sollten so handeln, als wenn, so dass wir uns sicher sind, dass alles, wenn alle so handeln, wäre es gut. Und das soll unser Maßstab sein. Als Theologe würde ich Ihnen da selbstverständlich beipflichten. Auch das soll an dieser Stelle möglich sein. Unser Motto von Fridays for Future ist ja Unite Behind the Science. Dementsprechend würde ich gerne Herr Graf, bevor wir dann zur letzten Abschlussrunde und einem Statement noch kommen, das Wort geben. Herr Graf, wir haben vieles gehört heute aus Sicht der Wissenschaft. Was müssen wir tun? Was sind unsere Baustellen? Also prinzipiell, oder wie sehe ich die Zukunft, fange ich mal damit an. Also ich sehe es auch so, dass in der Stadt selbst viel mehr Freiräume herrschen, das heißt viel mehr Grünflächen vorhanden sind und viel mehr Bewegungsräume sind. Es gibt so eine Auszeichnung, die heißt Stadt der Nachhaltigkeit, das gibt es in Europa. Und ich habe mal in Finnland gelebt in der Stadt und die war 2016 Stadt der Nachhaltigkeit. So, und da war das Besondere, wenn ich einen Verkehrsweg genutzt habe, war das so, ich konnte mich durch die gesamte Stadt bewegen, als wäre ich in einem Wald. Das heißt, innerhalb von 2-3 Minuten war ich auf dem Weg und dieses Wegenetz ging durch diese ganze Stadt und die ging dann unter Straßen und durch Unterführungen durch und war links und rechts immer begrünt. Das heißt, man hat die Gebäude gar nicht so sehr gesehen. Es geht natürlich aus historischen Gründen in Mainz so jetzt nicht, aber man muss sich überlegen, ob ich verschiedene Wegeverbindungen eben so herstelle, dass ich nicht nur eine Wegefunktion habe, sondern dass ich auch eine Erholungsfunktion habe in dem Sinne. Das heißt, dass ich diese Wege gerne nutze, dass es nicht nur bequem ist, sondern eben auch sicher ist. So, das wäre zum Beispiel zum Thema Mobilität und zum Thema Energie würde ich sagen, das, was auch angesprochen wurde, das Thema Begrünung ist sehr wichtig. Es gibt verschiedene Studien, es gibt Untersuchungen, wenn ich eine Allee mit verschiedenen Bäumen mache, da kann es richtig Temperaturunterschiede geben, je nachdem, welche Bäume ich anpflanze. Das heißt, man muss sich überlegen, wie gestalte ich die Stadt mit Bepflanzung, mache ich vertikale Bepflanzung, begrüne ich Dächer, baue Solarzellen drauf, dadurch reduziere ich natürlich das Klima und eben auch den Energieverbrauch. Und das heißt, wir müssen überlegen, wie wir handeln. Und es gibt eigentlich immer so drei Strategien. Es gibt die Effizienz, die Suffizienz und die Konsistenz. Effizienz bedeutet, ich nutze beispielsweise LED-Lampen statt Glühbirnen. Das heißt, hier bin ich effizienter und verbrauche dort weniger Strom. Ja, dann konsistent ist, ich versuche, natürliche Baumaterialien zu verwenden. Das ist insbesondere im Bausektor ganz schwierig, weil dort wird sehr viel CO2 produziert bei der Herstellung von Baustoffen. Und wenn ich eben Baustoffe recycle, kann ich das eben einsparen. So, das heißt, hier benutze ich natürliche Ressourcen oder ich recycle Ressourcen, die schon im Kreislauf sind. Das wäre dann ein konsistentes Handeln. Und dann gibt es zuletzt noch das suffiziente Handeln. Und das bedeutet einfach, ich nutze nur das, was ich wirklich benötige. Das heißt, in der Stadt der Zukunft gibt es vielleicht Carsharing irgendwo am Rand mit nachhaltiger Mobilität. So, das kann ich dann nutzen, wenn ich wirklich mal irgendwo weiterhin fahre oder in Urlaub fahre. So, aber ich brauche kein Auto mir vorzuhalten, weil ein Auto wird im Schnitt 1 Stunde pro Tag bewegt. Das heißt, es steht 23 Stunden einfach nur rum. So, und deswegen wäre das so mein Ausblick. Da bekommt Naherholung natürlich eine ganz andere Bedeutung, wenn wir die Wege schon als Erholung selber betrachten. Ich würde gerne in der Abschlussrunde folgende Frage formulieren. Wenn Sie persönlich der Bewegung Fridays for Future und auch den Students for Future Mainz einen Satz mit auf den Weg geben könnten, welcher wäre das? Herr Röder, vielleicht fangen Sie einfach an. Glaubt daran, dass wir Erfolg haben werden. Okay, Herr Graf? Nur wer etwas unternimmt, der kann auch etwas erreichen. Frau Matz? Bleibt bei den Erkenntnissen, die ihr während der Fridays for Future Bewegung bekommen habt und versucht, diese in eurem Leben immer umzusetzen. Okay, also weg von der politischen Verantwortung, mehr hin zur Selbstbestimmung. Ja. Frau Rüssner, was geben Sie uns mit als Hausaufgabe für heute? Macht weiter Druck,
weil nur mit dem Druck passiert etwas und Fridays for Future hat schon viel Druck gemacht und viel erreicht. Wir brauchen aber wesentlich mehr Druck, damit wir tatsächlich alles tun, um den Klimawandel zu stoppen. Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke nochmal recht herzlich in die Runde für Ihre Zeit. Wir haben deutlich überzogen. Ich freue mich auch nochmal, dass Herr Röder es dann auch noch geschafft hat. Und danke auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich die Zeit genommen haben, bei diesem spannenden Thema dabei zu sein. Vieles ist heute noch nicht final beantwortet worden. Ist wahrscheinlich auch nicht möglich, heute Sachen final zu beantworten. Es gibt viel Potenzial für weitere Diskussionen. Vielleicht sehen wir uns bei einer der nächsten Podiumsdiskussionen in der Hoffnung, dass die dann nicht mehr digital stattfinden muss, weil wir dann hoffentlich die Problematik mit Corona in den Griff bekommen haben. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen und für Ihre Bereitschaft mitzumachen. Ja, vielen Dank für die Organisation. Ja, vielen Dank. Danke. Schönen Abend.